Deutsch Detektiv, Quizfrage. Beginnen wir unten. Die Wurzel wird häufig als Synonym für Ursprung verwendet. So ist allgemeinhin bekannt, dass die Wurzel allen Übels ist. Von der Wurzel geht es dann weiter hinauf zum Stamm. Das Wort Stamm bezeichnet auch eine gesellschaftliche Organisationsform. Wir alle kennen das Wort Stamm außerdem aus Komposita wie Stammkundschaft, Stammtisch oder auch Stammkapital. Um die Herkunft einer Person oder einer Sache zu benennen, kann man auch sagen, dass jemand oder etwas aus einer bestimmten Zeit oder von einem bestimmten Ort stammt. Weiter oben geht der Stamm in die Äste über, aus denen dann wieder die Zweige wachsen. Das Wort Zweig wird häufig als Metapher für Bereich oder Sektor benutzt, wie zum Beispiel in Komposita wie Forschungszweig, Wirtschaftszweig oder Zweigstelle. Ebenso wie die Zweige aus den Ästen herauswachsen, bedeutet das Wort Abzweigen häufig das Herausfließen aus einem größeren System. So kann man zum Beispiel von einer Autobahn auf eine andere abzweigen. Oder versuchen, illegalerweise Firmengelder auf ein Konto auf Zypern abzuzweigen. Danger. An den Zweigen hängen dann die Blätter. Neben dem Blatt am Baum bezeichnet das Wort Blatt unter anderem auch ein einzelnes Stück Papier, eine Zeitung oder auch eine Kombination von Karten beim Kartenspiel. Gemeinsam mit den Zweigen und Ästen bilden die Blätter die Krone des Baums. Außen am Baum befindet sich die Rinde. Die klebrige Flüssigkeit, die ein Baum absondert, wo die Rinde verletzt ist, nennt man Harz. Was von einem umgefallenen oder gefällten Baum übrig bleibt, heißt Stumpf, Strunk oder Stumpen. Wer viel Zeit hat, kann dort an den Jahresringen das Alter des Baumes ablesen. So, das waren einige wichtige Wörter zum Thema Baum. Einen Link zum Arbeitsblatt zu diesem Thema findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Der Deutschdetektiv bedankt sich fürs Zuschauen und freut sich auf eure Fragen in den Kommentaren.